Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute wieder dabei die Spendierziege, der Lasse und der gute Michael. Ziege, was haben wir denn heute Feines? Wir haben optionale Ziele. Und zwar einmal einen Raum unter 10 Grad finden, ein Foto vom Geist machen und wegräuchern. Die gute heißt Nancy Garcia, ich glaube, die hatten wir auch schon öfter mal, und sowohl Gruppen als auch alleine. Das ist der sogenannte Wandergeist. Genau. Ein weiblicher Wandergeist. Ein Geist namens Wanda. Ah ja. So, ich habe ein Fieberthermometer, wer möchte mit mir gehen? Ich nehme auch eins. Gib uns ein Zeichen, Nancy Garcia. Ja. Okay. Wollen wir uns komplett aufteilen oder bleiben wir zu zweit? Ich würde zwei machen. Ja. Aber ich gucke jetzt diesmal die üblichen verdächtigen Räume, weißt du? Trash-Raum. Also Klo-Raum ist, also Klo ist, Klogeist ist es nicht. Gib uns ein Zeichen. Nö, kein Klogeist. Ich glaube, ob ich ein Gigabot finde, vielleicht kann man wieder Fragen stellen. Naja, das Gigabot wäre jetzt geil, mal wieder. Ach, ja. Gib uns ein Zeichen. Also in der Küche ist er nett. Lenziger Gib uns ein Zeichen. Lasse, gehen wir wieder links. Gib uns ein Zeichen. Ich bin den Gang runtergegangen, also ich guck gerade in die Räume rein. Ja, ich bin hinter dir, ich gehe noch bloß in die Seite, Arm noch kurz rein. Ich guck mal, ob ich schon was finde. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nancy Garcia, wo bist du? Nancy Garcia. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Also in dem Abstellraum ist er auch nicht drin. Alter, das Ding ist so ewig riesig groß. Bist du hier? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Oh, hoffentlich ist es kein Flurgeist mehr. Das wäre übel. Nö. Ich habe keine Tür zugemacht. Ja gut, dann könnt ihr das aufgeben. Gib uns ein Zeichen. Nancy Garcia. Gib mir ein Zeichen. Nancy Garcia, bist du hier? 13 bis 15 Grad ist nix. Nee, hab ich auch bisher. Pass auf, die Hockführer ganz ohne im Keller im hintersten Ecksche. Ob wir jetzt rechts gucken hier? Von dir aus gesehen rechts, ja. Ja, von dir aus, also wo ich da hinten gestartet bin. Ja, links im Raum musst du nochmal gucken, da war ich nur mit einem EMF drin. Ja, kein Thema. Also hier hätte man schon mal 13, 14 Grad. Der Klogeist ist es auch nicht, also es ist kein Mörte. Ja, immerhin keine Maul in der Mörte, ne? Genau. Hier habe ich auch wieder 13 Grad, aber da ist auch nix. Ja, das ist... Bist du hier? Nancy Garcia. Nancy Garcia. Okay, wir haben nichts gemacht mit Türe. Oh. Okay, wir kommen. Also, wir haben eine gefunden, Lasse. Ich höre Global nicht. Achso, wir haben es gefunden. Wo bist du? Michael. Stock oder unten? Erster Stock. Ich laufe. Ganz hinten. Ich komme. Also, funktioniert, glaube ich, manchmal nicht. Ja, ist behindert.
Ja, nee, Michael hat eine gefunden. Erster Stock ganz hinten, sagt er. Vor den Treppen. Also vor, okay, vor der Treppe. Kommt einfach zu den Treppen da. Okay. Michael, geh nicht in das Licht. Hallo. Okay, gut, tschüss. Verarscht. Warte, jetzt muss ich überlegen, wo war nochmal der Geist? Verdammt, ich hab's vergessen. Der you had one drop. Der Geist war sehr nett, der hat die Tür aufgemacht. Ja, okay. Ja, minus gerade. Minus 10. Oh ja, minus 9, minus 10. Wo bist du? Phantom oder Banshee? Oh, direkt selbst von mir. Haben wir schon Beweise? Freezing auf jeden Fall. Freezing und EMF. Oh, EMF 5 sogar? Ja. Na, dann klein mal eintippen. Schreib in das Buch. Oder Fingerabdrücke brauchen wir. War er. Was brauchen wir? Geisterbuch oder Geisterorb? Fingerabdrücke oder Geisterorb. Okay, aber schreib in das Buch. Nee. Bringt ja nichts. Schreib in das Buch. Ich hab Steps gehört. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Sicher? Och, Menno! Was ist? Ich frage gerade, ob Buch wichtig ist, sagen die beiden anderen, das Buch ist raus. Fingerprint ist raus, stimmt, ja. Macht ja Sinn. Ja, warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass es so unendlich lang ist? Vielleicht weil es gerade unendlich lang ist. Brot und Räucher. Also das Fieberthermometer lasse ich jetzt da mal da. So, was brauchen wir jetzt noch, haben wir gesagt? Orbs, glaube ich. Und Fingerprints. Ja, und einmal räuchern. Hat einer eine Kamera platziert? Nee, ja, ich habe eine platziert. Ich habe eine platziert, die müsste drin sein. Die Frage ist, ja, wo? Ich sieht alles gleich aus. Du musst mal gucken bei 18, 19 so rum. Weil du hast ja rechts oben in der Ecke Zahlen stehen. Bei 18, 19 so rum ist was Sinn. Das sind wir. Genau. Mach ein zweiter. So. Ah. Ja, wir müssen halt das Licht da drin ausmachen. Da, Geisterorbs. Wir haben Geisterorbs. Ein Phantom. Ja, ich gehe jetzt aber räuchern. Michael, hast du das gehört? Ja, Orbs, Fenster. Räucherstäbchen muss jemand mitbringen. Ich bin unterwegs, on the way. Zeige dich. Nancy Garcia, zeige dich. Nancy Garcia, zeige dich. Nancy Garcia. Er hat die Lichter gemacht. Die Instant wieder aus. Nancy Garcia, zeige dich. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Warum muss sie genau vor mir dann spawnen, wenn ich rinkomme? Ich hab ein Foto vom Geist, wie ihr seht. Friss Burrito! Zack!
Das war jetzt voll einfach. Gleich kommt ein Tod. Einer ist tot. Ja, das wär's jetzt. Nancy Kassier. Ey, bleib mal hier, ich hab kein Licht. Nancy Kassier, töte uns. Ey, ich hab irgendwie meine Taschenlampe verloren. Was ist denn mit dem Fahrradzeug rum? Ja, wenigstens Apples. Oh nein, der kommt nicht raus. So, Hilfe, so Hilfe. Auf easy. Cool. Jo, machen wir alles cool. Taschenlampe. Ja, das... Free Money Shaver. Piecing bist du... Einmal dort? Phantom. Jo. Hat jeder Phantom eingetippt? Scheinbar. Jetzt hört man nach. Okay, Schalter. Ja, Kisi, er kann Global nicht hören, der Michael, der Lasse. Schon wieder nicht. Ja, das scheint durchgehend zu sein. Gut, wenn jeder das Phantom drin hat, dann Abmatsch. Ja. Abmatsch Phantom! Go, go, Geisterjäger! Yay, 190 Spacks. Sehr schön. Gell? Ich weigere mich, das Parabol zu kaufen. Ja, habe ich bis jetzt auch noch nicht. Die Auswahl an Jobs, das ist echt scheiße. Was haben wir dann noch? Tanglewood auf Anfänger, Asylum auf Fortgeschritten, Bleedsdale Farmhouse auf Anfänger. Ja, ich würde noch ein kleines Haus nehmen, würde ich sagen. Hm. Wir hängen mal der Tanglewood-String hinten dran. So, starke Taschenlampe haben wir 4 von 4 drin. Gut. Dann auf zur Tanglewood Street. Da war eigentlich Batman. Weniger 80. Achso. Oh, ups. Ich dachte, ich wäre auf bereit. Oh. Ja. Dancing in the dance floor. Fällt nur noch die Ziege, oder? Ja. Na, siehst du, du hast sie gleich beschworen. Das Mam-Ritual. So, Michael, dann sag mal an, was wir haben. Ich bin nochmal Analphabet. Ich muss mal lesen. Ziel 1. Entdecken Sie nun, welchen Art von Geist es sich handelt. 2. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. 3. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssinnes fest. Easy. 3. Easy. 4. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Wow. Lisa Martin. Alleine. Okay. Hey, Upgrade. Ja, dann gehen wir mal los. Ich habe ja schon wieder die Taschenlampe vergessen. Lisa Martin, Lisa. Okay. Bin ich der Einzige, der gerade so richtig harte, eklig gerollt. Hallo. Hallo. Knochen. Okay, oh ja. Im Waschbecken, also beim Klo hier.
Kann es jemand? Danke. Ich muss mal kurz Dings da. Boah, mein Headset rein und ausmachen oder so. Also ich habe hier noch keine Gefriertemperatur oder niedrige Temperaturen. Jo, dann weiter. Weiter geht's. Bist du hier? Nö, hier ist auch nix. Lisa, bla bla bla. Auto? War ich gerade, sorry. Alles gut. Gib mir ein Zeichen. Ich geh mal in den Keller runter. Keller ist auch nüscht. Oh. Ist kein Kellerkind und kein Kellergeist. Oh. Kein Harry Potter. Oh. Ja, dann müsst ihr hier unter der Treppe wohnen. Ja, hier so im Schrank. Gib uns ein Zeichen. Garage sieht auch noch nichts aus, außer 13 Grad. Also wirklich kalte Temperatur haben wir nicht. Nee. Bist du hier? Was war die Badezeit, wo der Knochen lag? War 15, 16 Grad. Hm. Ne, ich bin jetzt auch nur nirgendwo unter 13 gekommen. Ich bleibe ein bisschen hier, vielleicht hältst du noch. Gib uns ein Zeichen. Also es wird nicht kühler hier. Hm. Hat jemand Wasser angedreht oder Sprachbox? Wo bist du? Wo bist du? Jungs, pack zusammen, wir sind im falschen Haus. Ich muss das Spiel einfach neu starten, das funktioniert gar nichts mehr. Bist du hier? Wo bist du? Wolltest du mich nicht nach Bockrats was verantworten? Gib uns ein Zeichen. Ich geh nochmal in den Keller. Mach das, ich habe aber nichts im Keller gesehen gehabt, wie 6 gesagt. 6 Grad im Keller. Hä? Wer war da nicht gründlich? Ich war gründlich. Ich war sogar unten gewesen mit Lasse. Ja, mehr als andere oder so nicht. Ja, jetzt so für immer 8 Grad. Das gibt's ja nicht. Vorhin waren noch 15, 16. Ja, ja. Ach, das Gerät ist defekt. Schreib in das Buch. Benutzt der EMF-Reader und schreib in das Buch. Wie mit dem EMF-Reader. Meine Voice-Recognition funktioniert nicht. Spielst okay. Du gerade mit dem Reacher-Board rum? Base? Also Basement. Ja, klar. Ja. Keller. Ja, ja. Ja, was ist denn aufstehen? Basement. Das ist wert auch. Ich aber noch, so Frage. Ja, ich höre dich. Ja, ich glaube, ich habe Orbs, bin aber nicht sicher. So, hier kein Vorsichtsknissen. Michael höre ich nicht. Ja, definitiv Orbs. EMF 2. Okay, Geister Orbs. Schreib in das Buch. Bist du hier?
Was brauchen wir noch? Geisterbuch haben wir. Bin ab drüber ging nicht. Ja, also Orbs haben wir bis jetzt. Ich glaube sonst ja noch nichts. Okay, nur Orbs. Aber immerhin die Temperatur ist schon mal. Nee. Ach, stimmt, ungefähr Temperatur. Oh, nee, wir haben nicht gefriert, aber wir haben unter 10 Grad. Ja, wollte ich schon sagen. Ich kann auch so ziemlich alles sehen, bis auf Dämon. Warte mal. Es wurde eine Frage mal zu G-Report gestellt. Ich weiß nicht, also meine Voice Recognition hat nicht funktioniert, aber die Sanity ist geändert, war gleich. Normalerweise kostet das richtig Sanity, wenn du deine Frage stellst. Der Einzige, der keine Sanity kostet, wenn du die G-Report fragst, ist die. Der nichts aus versteht, okay, never mind. Ich hab nichts gesagt. Also ich höre Michael nicht. Ja, ich höre Michael auch nicht, also von dem abgesehen. Michael ist lost. Bist du hier? Schreib in das Buch. Ich glaube, er reagiert nur auf alleine, gell? War das? Ja, ich gehe wieder aus. Ich kann ihn nicht fragen. Also mich hört er sowieso nicht. Wo bist du? Wo bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Nichts erkannt. Wie alt bist du? Wo bist du? Hörst du mich? Nee, ist wohl nix. Ja, ich geh mal raus, weil er reagiert nur von alleine. Ja. Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Coole Schnauze. Bist du hier? Hä, ja, er ist im Basement, aber was und wo und wie und weshalb, warum, keine Ahnung. Und mit dir hat er jetzt nicht geredet, oder was? Nee. Bist du hier? Du musst doch Klick aufbauen, wenn du fragst, ne? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Alter, dann heb mich doch hin herum. Bist du hier? Ah, Geisterbox mit Fahr. Wir haben Geisterbox mit Fahr. Also, Poltergeist, Chin oder Mare. Schreib in das Buch.
Die Frage ist, was haben wir jetzt noch? Und? Also, wir haben Geisterbox und Geisterorb. Jetzt haben wir Mare. Genau. Für den bräuchten wir MF5. Mare. Mare wäre noch der Freezing. Den wäre EMF. Und Poltergeist und Fingerprints. Ja, Fingerprints habe ich aber keine gesehen. Ja, bleibt eigentlich nur EMF, oder? EMF oder Gefriertemperatur? Gefriertemperaturen haben wir nicht im Fingerprint auch nicht. Ja, am besten geht ihr beide runter, ich bleib dann mal oben, weil es der reagiert nur von alleine. Mich reagiert er sowieso nicht, also ich wollte auch noch nichts sein. Bei den Fragen kennt er mich nicht. Es ist immer doof, wenn was nicht funktioniert. Ich muss gleich ganz dringend. Ich mach mal mein Power aus wegen dem Gin. Ich muss gleich ganz dringend das Spiel neu starten. Geht ja. Fehler so viel Nerven. Ich glaube, ist ja noch okay, wenn das nicht geht, aber wenn Voice Recognition nicht funktioniert, ich keine Antwort erhalte vom Geist, ist das halt echt beschissen. Ja, das nimmt erst so viel Zeug weg, was du nichts machen kannst. Oh, aber kurz aufstehen. Büp, büp. Wir haben jetzt noch was, hier, was? Du, ich hab was geklaut, guck. Also, bis auf die Geister-Ding haben wir jetzt schon alles. Also, bis aufs, sagen wir schnell. Ach, bis auf die Geister-Heimsuchung haben wir, glaube ich, alles. Mhm. Ja, wir sind auch, glaube ich, gerade auch heimgesucht worden. Fehlt Ihnen noch ein Beweis? Ja, genau, also, EMF war auch nur bis 4. Ich hatte keinen 5er. Auch als ich direkt neben mir gestanden habe. Oh, warte, was? Ja, Geisterbox haben wir und Orbs, aber das war's dann. Das fehlt dir theoretisch. Fingerprints, EMF, der Fingerprint. Wir haben aber alle Nebenziele erreicht. Wo ist es? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich krieg keine Antwort, das ist echt behindert. So, hat Hammer nach mir geschmissen? Ja, ich wollte ja nur Hammer Start geben, so Hammer Time. Wie alt bist du? Das klingt. 5, ja. Gott sei Dank. Das war aber hartnäckiger Geistwirrer. Jo.
So, dreimal Climber EMF 5 hin. Es ist ein Chin. Ja, du hast ein paar Power ausgemacht. Ein Chin Tonic. Ja. Michael, hast du es gehört, Chin? Wenn du es gehört hast, geh mal in die Hocke. Gut, passt. Alle Chin drin? Ja. Dann Abmarsch. App fort. Nun holt sich jeder noch ein Eis und dann reiten wir los. Und wir haben Chin. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder, yay. Yeah. Wie strange ist das denn bitte, ey? So, mein aber Headset in dem Sinne. Gleichzeitig mein Mikrofon. Na klasse. Hm. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch alle wieder fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Ciao, ciao.